Hier sehen wir den Aufbau des neuen HIT-Geschosses aus dem Hause RWS. Es ist ein massestabiles Deformationsgeschoss auf Kupfer-Solid-Basis hier. Wir sehen, es ist ein Kupferkern, der zu 99% aus reinem Kupfer besteht. Er ist nickelplattiert für geringere Laufablagerungen, was ein häufiges Putzen eben deutlich reduziert. Ein wesentliches konstruktives Merkmal des neuen HIT-Geschosses ist die HIT-Matrix. Sie besteht aus einer Geschossspitze mit zwei Hohlkammern, die eine schnelle initiale Deformation einläutet und wird dann unterstützt durch ein zweites Merkmal, die Active Crater Cavity. Das ist eine spezielle Hohlspitzkonstruktion mit vorperforierten Einschnitten, die ein aktives Deformieren des Geschosses unterstützt und hier eine schnelle Energieabgabe im Wildkörper zur Folge hat. Dies resultiert dann darin, dass das Wild einfach schneller zur Strecke gebracht wird. Die wesentlichen Eigenschaften des Geschosses erstmal die überlegene Tiefenwirkung. Die resultiert daraus, dass das Geschoss eben 99-100% der Masse beibehält und auch nach schweren Knochentreffern oder schweren Schüssen auf schweres Wild aus schnellen Kalibern 100%, nahezu 100% massestabil bleibt. Dadurch schiebt es sehr gut durch den Wildkörper durch und liefert einen sicheren Ausschuss und auch einen größeren Ausschuss, der eine große Schweißfährte zur Folge hat. Das heißt, man findet das Wild auch, wenn es mal nicht direkt am Anschuss liegt. Ein zweiter Punkt ist eben die beste Wildbrettverwertung. Die resultiert daraus, dass dieses Geschoss erstens bleifrei ist und zum zweiten komplett splitterfrei, da es ja massestabil ist. Das heißt, man hat im Wildbrett keine Verunreinigungen durch irgendwelche Splitter und kann es dazu zu 100% verwerten. Auch ein wichtiger Vorteil. Zu guter Letzt nochmal die außergewöhnliche Ballistik. Das Geschoss hat einen ballistischen Koeffizient im Kaliber 30 von nahezu 0,5. Also ist ein absoluter Topwert in dem Bereich und gerade bei bleifreien Geschossen eben oft nicht erreicht. Damit kann man eben auch sehr flach schießen. Das heißt, das Geschoss fällt auf weite Distanzen auch sehr wenig ab. Man muss den Haltepunkt sehr wenig korrigieren. Außerdem bleibt die Zielgeschwindigkeit auch bei weiteren Schüssen relativ hoch und damit auch die Zielenergie oder die Auftreffenergie, die da dann zum Töten oder zum Strecken des Wildes zur Verfügung steht, ist sehr hoch. Damit ist dieses Geschoss bestens geeignet auch für Long-Range-Jagen, für Jagen auf weitere Distanz. Zu guter Letzt noch die hohe Augenblickswirkung. Augenblickswirkung ist die Wirkung, die entsteht, wenn das Wild direkt getroffen wird. Die Energieabgabe im ersten Moment. Dank der HIT-Matrix, die eben dafür sorgt, dass das Geschoss sehr, sehr schnell deformiert, wird augenblicklich die Energie abgegeben, was zur Folge hat, dass das Stück schnell an den Platz gebannt wird. Wir erreichen das mit diesen beiden Merkmalen, Twin Compression Tip und der Active Crater Cavity. Auch bei weiten Schüssen und auch bei Schüssen auf schwächeres Wild, also auf geringeren Zielwiderstand, macht das Geschoss schnell und sicher auf und bringt das Stück Wild schnell zur Strecke.